Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Brickforce, heute auf der Map Racetrack. Und den Namen konnte ich mir einfach nicht merken, von TM1104ER. Boah, ist schon der Raum schon wieder voll, dann starten wir doch. Nein, doch, können wir einfach zwei Runden. Wir spielen heute mit der Moongun. Ja, ich entscheide mich jetzt einfach mal für die Moongun. Sei leise, Handy. Okay. So. Oh. So, hier kommt man rein in die Map Racetrack. Finde ich eine ziemlich schöne Map hier mit den Autos. Und ja, der Rennbahn. Man hätte hier vielleicht auch ein bisschen mehr Deckung bauen können, aber bei einer Rennbahn hat es ja eigentlich keine Hindernisse. Und ja, heute, was ich heute eigentlich Wichtiges sagen wollte, ist, ich habe mir jetzt den Skype-Account gemacht. Und ja, da könnt ihr mich alle adden. Und ich heiße da hatecore. Nein, hate.core96. Ich schreibe euch den Namen jetzt hier nochmal hin. Ich werde jetzt den hier sehen. Und ja, dort könnt ihr mich alle adden. Oh. Ja, aufpassen, der trifft gar nicht mal so schlecht hier. Und ja, eben, da können wir das, können wir skypen und so weiter und so fort. Ja, ich denke, das wird sicher lustig. Ich weiß halt noch immer nicht genau, wann ich da genau so ankomme, wann ich Zeit habe, aber ihr seid ja dann eher auf eurem Hauptaccount. Seht dann, wenn ich mich einlogge. Wird sicher öfters mal passieren. Wird auch sicher lustig, denke ich mal. Hopp. So, jetzt haben wir dort hinten noch ein paar Gegner. Jetzt können wir eigentlich mal hier außen rum. Sieht wirklich ziemlich nice aus. Ah, oh, der spielt mit der Bazooka, okay. Komm, zeig dich. Noch zwei Schüsse. Nein, den bekommen wir nicht. Oh Lord, habe ich noch die Entchenpistole. Oh, ist die nicht süß? So, lad nach. Okay. Nachher müssen wir wohl die Teams ein wenig fairer machen. Das rote Team ist ein ganz klein wenig OP. Ein ganz kleines bisschen. So. Dorthin haben wir Dari. Und woher kam jetzt der Bazooka-Schuss? Ah, hier ist ja einer. Okay. Hier außen kann man ja auch noch rum. Aber ich denke, das sind einfach die Bäume. Da machen sie nicht so viele Gegner. So, Jungs, 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 jetzt wieder mal ein Kill. Oh, 22 HP. 40, 9. Ja, also bei solchen Teams. Nein, Nate. Und die haben die Prämie gezogen. Boah. Ja, die guten alten Nates. Ich habe natürlich wieder meine Anlass Nates dabei, aber versuche sie so wenig wie möglich zu werfen. Okay, da hat er schon down da hinten. Zum Teil brauche ich sie einfach, wenn ganz viel auf einem Ort stehen, dann sind Nades natürlich nützlich, oder wenn sich einer irgendwo hinten dran verkennt. Okay, der wird jetzt heftig, der wird jetzt schwer. Okay, er keine Warp ist, dann hat er eigentlich... Das hat jetzt ehrlich gesagt schlau gemacht mit dem Nachkampf. Weil hätte er nachgeladen oder auf die Pistole... Ja, mit der Pistole hätte er vielleicht mich vielleicht auch noch bekommen. Okay, 50-3. Gehe ich mal. Am besten sollte Amorf mal rüber. Oder Criddle. Oder ich. Ich weiß nicht. Können hier mal Plätze mehr aufmachen. Ja, dann joint der rüber. So. Ich denke, so geht das. Ja, ja. Lassen wir das einfach mal so. Spielen so noch eine Runde. Nochmal die Moongun. Schreiben wir mit beiden. Ah, no kill. Nein, mit kill. Beide. So. Ja, ich wollte jetzt hier ein wenig die Teams fair machen. Okay, ich denke, jetzt sind sie wieder unfair, weil Criddle ist auch ziemlich gut. Amorf kennt ihr ja sicher, dass er nicht gerade so der schlechteste ist. Versuche hier eher ein wenig
hinten zu spielen. Okay, da kommt schon einer mit Nades. Boah. Da haben wir den ersten, da haben wir den zweiten. Jetzt weiß ich nicht genau, auf welche Seite ich jetzt soll. Schauen wir, ob wir hier jemanden sehen. Da haben wir einen, da haben wir den Amorph. Boah, die Mungan ist auf die Entfernung wirklich nicht sehr gut geeignet. Oh, da habe ich jetzt glaube gesehen. Sprayen wir hin. Nein. So. Komm, Amorph. Nein! 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 Da kommt Griddle von hinten. Ah, schade. Beim Nachladen. Okay, nein, das war jetzt ziemlich schlecht von mir. Das war jetzt extrem dumm. Da kommt Amorph, komm, stirb doch. Nein! Oh, das snipe doch einer. Okay, also hier draußen jetzt, wenn alle da hinten stehen, das ist eine extrem schlechte Idee. Das heißt, ich gehe besser hier hinten rum. Okay, der ist auch gerade gestorben. Puh. Worauf schießt denn der? Ich will eigentlich hier außen rum. So. Okay. Wo haben wir hier ein Freundchen? Von wo? Von wo? Ach, da oben, da oben, da oben, da oben. So, komm, Griddle, zeig dich nochmal. Doch nicht. So, gehen wir wieder hier nach vorne. Hier war eigentlich gar keine so schlechte Position. Oh, da kommt auch von hinten, lad schneller nach. Du dämlicher Fischkopf, das gibt's ja nicht. Okay, ich bin letzter. 3 Kills, niedrigster Score. Teams haben sich doch nicht verbessert, aber hätte ich jetzt No Kill mit denen gemacht, das wäre dann ziemliches Farmen für die zwei geworden. Okay, jetzt ist es immer noch. So, oh. Hey, von wo? Oh, Alter. Jetzt habe ich hier ein Problem, da ist einer mit der Sniper und dort ist Amor. Scheiße. Ich weiß nicht, ob ich hier mit der Mungan weitermachen soll. Der Orion oder so würde jetzt man hier sicher besser was ziehen. Vor allem der mit der Sniper da hinten. So, komm. Nein! Geh weg. Ah, das ist fies. Das ist richtig fies. Griddle, lass das. Oh, shit. Ah, hier oben. Komm, lad noch. So, jetzt kill. Nein! Da hat noch ein anderer geholfen. So, schleichen wir uns hier nach vorne. Der ist gar nicht mehr da. Schleichen wir uns so hier hinten rum. Vielleicht können wir da einen backreapen, wenn alles nach Plan verläuft. Nein, da werden wir gebackreapt. Geh weg mit deinem Fisch. Von dem ich hier noch trollen die Säcke. Nein, da war ein Gegner. Da war einer, da war einer. Hat er mich gesehen? Ja, er hat mich gesehen. Oh. Nein, da kommt er mal ernsthaft. Warte. Nein, vergiss den. Ja, jetzt haben wir Grill immerhin zweimal bekommen. Geh weg, geh weg, geh weg. Ja, hier durch die Mitte, das wäre ein reinster Selbstmordakt. Darum gehe ich hier immer außen rum. So, helfen wir hier dem hier gegen Amorph. Vielleicht können wir hier ein wenig durch die Röhre glitschen. Nein. Jetzt ist die Frage von wo auf. Amorph kommt, der kommt von hinten. Nein. Er hat mich doch erwischt. Aber Lukas hat ihn auch erwischt. Das ist nicht schlecht so. Okay. Wie sieht man hier unten Bricks gespart. Hier hat er einfach unten weggebaut. Ist das dort Amorph? Ah, wenn er sniped, da können wir ihn wahrscheinlich stürmen. Oh, das ist nicht Amorph, das ist Zucker. Nein, nein, nein. Oh Gott, mit der endlichen Pistole. Komm schon. Ah, oh, Mist, hat wieder Sharko den Kill bekommen. Können wir den Amorph backreapen. Nice. Jetzt gehen wir hier am besten außen um. Ich hoffe, die spawnen nicht gleich da bei mir. Nein, nein. Weg, 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 weg. Nein. Oh Mann. Man wird hier wirklich von überall genutzt hier. Okay, immerhin noch eine neutrale KD von wo? Alter, Alter, vergiss den. Vergiss den. Das ist natürlich richtig fies hier. Ich will jetzt hier wieder außen rum. Okay. Nein, Griddle sniped. Ja! Ha.
Mann. Also man kommt hier wirklich nicht nach vorne, keine Chance. Braucht man auch eine Waffe, die auf Entfernung was trifft. Oder einen Spieler, der auf Entfernung ein wenig mehr trifft als ich. LOL. Nicht schlecht hier. Oh komm, nicht snipen, das ist. Ich hab doch keine Sniper. Nein, Snownitz. Nein, nein. Ich habe jetzt hier ein wenig Angst. Okay, jetzt habe ich keine Angst mehr. Jetzt ist die Runde vorbei. Ja, 50, 27. Also ich stehe 7, 9. Egal, die Teams waren unfair. Wie am Anfang. Ja. Aber es ist jetzt auch nicht so wichtig. Also ihr wisst jetzt wegen dem Skype-Account hate.core96. Ja, könnt ihr mich kennen. Ich werde euch dann sicher annehmen. Und dann, ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao.